In diesem Video vergleiche ich die Halloween-Season im Disneyland Paris zu der Halloween-Season in Walt Disney World. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, in diesem Video beleuchte ich die Halloween-Seasons im Disneyland Paris, aber auch in Walt Disney World. Ich war jetzt in beiden Parks zu der Halloween-Zeit und es gibt natürlich schon Unterschiede zu beiden Parks und die möchte ich jetzt erstmal in diesem Video beleuchten. Ja, ich habe ja dieses Jahr das erste Mal Halloween im Magic Kingdom erleben dürfen. Das muss man ja schon mal dazu sagen. Halloween wird nur im Magic Kingdom gefeiert. In den ganzen anderen Parks wird auch Halloween nicht gefeiert mit Deko oder sonstigem. Also nur im Magic Kingdom. Das heißt, ich vergleiche das Magic Kingdom mit dem Disneyland Park in Disneyland Paris. Weil das war in den Walt Disney Studios wird ja meistens auch kein Halloween gefeiert. Also auf jeden Fall wird nicht dekoriert. Letztes Jahr gab es ja auch die Villains zum Treffen. Dieses Jahr ist ja gar nichts in den Walt Disney Studios zu Halloween. Deswegen Magic Kingdom versus Disneyland Park in Disneyland Paris. Zur Halloween-Season. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Deko. Ja, ich starte damit immer mit Walt Disney World und ich muss sagen, die Deko in Walt Disney World zu Halloween hat mich schon sehr enttäuscht. Also auch wie bei in Paris, obwohl wir in Paris noch ein bisschen besser dran sind mit der Halloween-Deko, bis zum Schloss und dann ist nichts mehr mit Deko. Ich blende euch auch immer jetzt Bilder ein und Videoabschnitte, die ich gemacht habe, um halt dieses Video zu drehen. Im Prinzip, wenn man reingeht in Walt Disney World, klar hat man so schöne Girlanden und auch überall an den Laternen diese Türkränze, also sowas, ne? Halt mit Cinderella-Kutsche als Pumpkin, als Kürbis und einmal auch mit Mickey. Den finde ich tatsächlich richtig cool. Also diesen Kranz mit Mickey-Kopf, den liebe ich sehr und den würde ich mir auch in Disneyland Paris wünschen, weil der ist richtig cool. Ja, ansonsten stehen da ein paar Vogelscheuchen und ein paar Kürbismänner, aber so richtig Disney-mäßig ist es jetzt auch nicht, die Deko. Klar, stehen auch auf der Main Street, wie auch in Disneyland Paris, überall so kleine Kürbisse auf der Main Street, oben auf den Dächern. Und das war's im Prinzip. Es gibt keine Girlanden über der Main Street. Es gibt, ja, wie gesagt, vereinzelt, je näher man zum Schloss geht, desto weniger wird's auch. Da hat man nur noch diese, wie heißt denn das? Türgrenze. Ich nenne sie jetzt mal Türgrenze. Diese Kränze an den Laternen hängen. Und das war's. Mehr an Deko gibt es nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr enttäuschend. Also, da muss ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Deko zu Disneyland Paris. Da fährt Disneyland Paris auf jeden Fall mehr auf. Die Deko fängt ja schon am Town Square an. Also im Prinzip normalerweise, dieses Jahr ist es ja auch ein bisschen abgespeckter wegen dem 30. Geburtstag, aber normalerweise, wenn man auf diesen Platz kommt mit dem Pavillon, erstrahlt alles in der Halloween-Deko. Der Pavillon ist normalerweise dekoriert mit ganz vielen Geistern. Überall hängen die tollen Girlanden mit den Laternen. Es gibt überall Kürbisse. Auch im Mickey-Shape gibt es Kürbisse in einem tollen Orange. Wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen anders. Deswegen, ich gucke mal, wenn ich von letztem Jahr noch Videos finde, zeige ich euch die auch nochmal oder Bilder. Ich finde, das ist wirklich eins meiner Highlights gewesen, die Deko im Disneyland Paris. Halloween-Deko ist wirklich wunderschön. Also erstmal, über diese Mickey-Kürbisse, ganz, ganz viele Kürbisse, aber auch Geister. Und dann haben wir natürlich die Girlanden, die einmal im Town Square hingen, aber auch über der Main Street hängen Girlanden und verschönern im Prinzip die Main Street. Also das finde ich tatsächlich ein sehr großes Highlight in Disneyland Paris. Natürlich haben wir auch die Kürbisse auf der Main Street auf den Dächern stehen. Und ja, auch vereinzelt, also auf der Main Street haben wir ja auch noch ein paar Geister stehen, als Fotolocation auch. Also man kann da mit den ganzen Geistern verschiedene Fotos machen, wo man den Kopf durchstecken kann und sowas. Also das finde ich tatsächlich richtig cool. Ja, außer diese Tür, diese Grenze, die haben wir leider in dem Sinne so mit Mickey-Form leider nicht. Und bei uns hört ja die Halloween-Deko auch nicht auf am Schloss, sondern geht ja weiter bis ins Frontierland rein. Und das ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für Disneyland Paris, also im Vergleich zu Walt Disney World, dass die Deko sogar bis hinten ins Frontierland durchgezogen wird. Ansonsten, die anderen Bereiche sind ja von Halloween ausgenommen,
Aber wir haben ja vom Schloss noch die ganzen Blumenbeete im Halloween-Design. Und ja, wegen dem Gardens of Wonder fehlt da tatsächlich auch ein bisschen Halloween-Deko. Die war letztes Jahr auch da auf den Gräsern, auf den Grasflächen überall verteilt. Wegen den Gardens of Wonder fällt es halt dieses Jahr flach, aber vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Genau, und dann geht es ja weiter ins Frontierland mit der Coco-Deko. Überall die Coco-Geister und überall diese Blumen und diese farbenfrohen Sachen. Also richtig toll. Und dann haben wir ja auch hinten weiter im Frontierland auch noch mehr, also auf jeden Fall noch ganz viele Geister von dem Coco-Thema, aber auch andere Kürbisse und Fotomöglichkeiten mit anderen Halloween-Kürbissen etc. pp. Und auch die Kürbisse im Frontierland gehen ja weiter auf den Dächern, Girlanden und Blumen und keine Ahnung. Also auf jeden Fall richtig schön. Da ist Disneyland Paris ganz weit vorne, was die Deko zu Halloween angeht. Also ganz klarer Punkt an Disneyland Paris, was die Deko angeht. Ja, weiter geht's mit den Snacks und dem Essen. Also ich habe ja in Walt Disney World nur einen Halloween-Snack probiert und das war dieser Rice Krispie. Den gibt's ja auch jetzt in Disneyland Paris, da habe ich ihn nicht probiert, weil mir in WDW schon nicht so prall geschmeckt hat und Daniel ihn ja probiert hat und meinte, das war auch nichts. Also es schmeckt nach Pappe. Also diese Rice Krispies sind schön anzusehen für Fotos, aber geschmacklich nicht so gut, glaube ich. Also schmeckt halt nach nichts. Ansonsten, was die Snacks angeht, ist ja Disneyland Paris in den letzten Jahren auf jeden Fall besser geworden. Wir haben jetzt auch diese Mousse bekommen, diese Halloween-Mousse, die jetzt aber auch nach nichts schmeckt. Wir haben jedes Jahr immer diese Halloween-Menüs im Lucky Nugget oder auch im Annette, diese verschiedenen Burger, aber auch verschiedene Speisen in Plaza Gardens, also die extra für die Halloween-Season gemacht werden. Die sind auch, wenn ihr dann essen geht, in den Buffet-Restaurants extra gekennzeichnet, dass es Halloween-Essen ist. Also da ist Disneyland Paris tatsächlich auch in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. In Walt Disney World gibt es natürlich auch super viele Snacks, aber auch spezielles Halloween-Food, das sich auch zu der Party, also es gibt einmal Halloween-Food, aber auch das extra für die Mickey's Not So Scary Halloween-Party, was man nur dann bekommt. Wir haben leider davon nichts probieren können, dieses Special-Food, außer ich habe mir einmal diesen Rice Krispie geholt. Ansonsten kann ich dazu leider keine Meinung abgeben, ob es schmeckt oder nicht. Aber ich weiß, dass es einiges an Halloween-Food gibt. Ach doch, wir haben die Churros mit, ich glaube, die sind auch Halloween-Special gewesen. Die Churros mit Erdnussbutter und M&Ms. Die waren auch sehr lecker. Also die waren super gut. Eins meiner Highlights gewesen an Essen. Aber ansonsten kann ich da tatsächlich keinen Punkt vergeben. Ich glaube, da ist es schon im Gleichgewicht, was Snacks und Food angeht zu Halloween. Da gibt es eine große Auswahl im Disneyland Paris, aber auch in Walt Disney World. Deswegen, ich kann mich da jetzt nicht entscheiden, denn ich habe natürlich in Walt Disney World nicht so viel probieren können, wie jetzt in den letzten Jahren schon in Disneyland Paris. Aber Disneyland Paris hat auf jeden Fall aufgeholt, was das angeht. Ja, so viel zu den Snacks. Wenn ihr dann natürlich mehr wisst zu Snacks während der Halloween-Season in Walt Disney World, könnt ihr mir das auch gern unten in die Kommentare schreiben, was ihr probiert habt, ob es euch geschmeckt hat. Und vielleicht habt ihr auch einen Vergleich zu Disneyland Paris. Also gerne einfach unten in die Kommentare eure Meinung. Das hilft bestimmt auch den anderen Leuten. So. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu Shows und Paraden. Da muss ich sagen, ist ja... Bei Walt Disney World kann ich ja gar nichts sagen. Weil während der normalen Tageszeit gibt es keine Shows und keine Parade für Halloween. Also... Wenn man ganz normal während des Tages, da fängt es schon Ende August an, die Halloween-Season, wenn man da ganz normal in den Park geht, wirst du auch nichts an Halloween sehen, außer die Deko. Sonst gibt's nichts. Und das, muss ich sagen, ist ein großer Minuspunkt für Halloween-Fans. Brina zum Beispiel ist ja kein großer Halloween-Fan und die fand's super. Aber für mich als Halloween-Fan, der in der Halloween-Zeit mit Halloween-Deko in den Park geht, und nicht mal irgendeine Parade oder irgendwas zu Halloween sonst sieht, finde ich schon ein bisschen sehr enttäuschend. Ja, also es gibt keine besondere Show oder Parade. Das findet ihr nur zu Mickey's Not So Scary Halloween Party, aber dazu kommen wir gleich noch. Also, wenn ihr Halloween-Shows oder Paraden sehen wollt im Magic Kingdom, müsst ihr zur Mickey's Not So Scary Halloween Party gehen. Ja, das ist leider so. Also finde ich tatsächlich richtig krass. War mir auch vorher gar nicht so bewusst gewesen, muss ich sagen. Ja, kommen wir zu Disneyland Paris. Da kriegt auf jeden Fall wieder Disneyland Paris den Punkt, denn es gibt Paraden und Shows,
die ihr ganz normal als ganz normaler Tagesbesucher auch erleben dürft. Das heißt, ihr müsst nicht extra bezahlen für eine Party, um dann halt Halloween-Vibes zu bekommen. Erstmal ist die Deko schöner und dann habt ihr tagsüber die tolle Halloween-Parade mit den Showstops. Entschuldigung, trocken im Hals. Ja, also ihr habt einmal die Parade mit den tollen Showstops, die zweimal am Tag läuft. Ich glaube, unter der Woche, wenn wenig los ist, auch nur einmal am Tag. Aber egal, es gibt eine. Dann gibt es aktuell, dieses Jahr gibt es diese Villains-Show. Show ist ein bisschen übertrieben, aber dieses Meet and Greet mit den Villains, die sie auch kurz tanzen, finde ich auch wirklich cool. Und die letzten Jahre gab es ja auch einige Villains-Shows an der Bühne, an diese Ursula-Show. It's good to be bad, muss ich mich dann erinnern. Und ja, also es gab schon in den letzten Jahren so viele Halloween-Shows. Ja, also ganz klarer Punkt an Disneyland Paris. Ganz normale Tagesgäste müssen nichts extra bezahlen, um Halloween-Shows oder Paraden zu sehen. Und im Magic Kingdom wird das gar nicht angeboten. Ja, tatsächlich ist das der Fall. Kommen wir zu Charakteren. Da bin ich auch mal schnell bei Walt Disney World schnell fertig, weil es gibt tagsüber zu... Ups, mir gegen meine Kamera getreten. Tagsüber zu ganz normalen Parkbesuchzeit keine Halloween-Charaktere. Ja, es gibt keine Villains, außer Drizella und Anastasia, aber die kann man auch so treffen, auch nicht also außerhalb der Halloween-Season. Ansonsten gibt es keine Villains zum Treffen. Oder keine Mickey und Minnie in ihren Halloween-Outfits oder wie Chip und Dale in ihren Halloween-Outfits oder sonst was. Gibt es tagsüber nicht. Also ich finde, tagsüber findet da keine Halloween-Season statt für mich im Magic Kingdom. Außer die Deko ist da für mich nichts mit Halloween zu tun. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Das habt ihr dann wieder nur während Mickey's Not So Scary Halloween Party. Im Disneyland Paris dagegen habt ihr ja schon tagsüber als ganz normaler Gast, wo ihr nicht extra ein Partyticket zahlen müsst, könnt ihr Charaktere in Halloween-Outfits oder Villains treffen. Ne, jetzt dieses Jahr Chip und Dale im Geist-Outfit, Goofy an seiner Candy-Maschine oder halt als Skelett, Donald als Teufel. Mickey Minnie gibt es dieses Jahr leider nicht im Halloween-Outfit, aber letztes Jahr konnte man sie treffen. Also wir haben auf jeden Fall einige Villains, wir haben einige Charaktere in ihren Halloween-Outfits tagsüber, die man auch so treffen kann. Wie gesagt, für Halloween-Fans mega cool. Ja, für Nicht-Halloween-Fans, da sollte man halt nicht zur Halloween-Season ins Disneyland Paris sein. Könnt ihr eher nach WDW fliegen, dann habt ihr das nicht. Genau, also da auf ganz klarer Punkt an Disneyland Paris, was die Charaktere auch angeht. Denn ja, es gibt Halloween-Charaktere während des ganz normalen Tagesgeschäfts, sag ich mal so. Ja, und ich würde sagen, der letzte Punkt ist es schon, ist die Halloween-Party. Und da muss ich sagen, würde ich den Punkt tatsächlich an Walt Disney World geben. Denn... ausgenommen, dass es da halt nur dieses Halloween-Zeug gibt, fand ich die Party tatsächlich schon ein bisschen besser und auch mehr Programm als jetzt in Disneyland Paris. Erstmal läuft die Party, ich glaube, 3 bis 4 Mal die Woche abends ab 19 Uhr im Magic Kingdom. Ab Ende August. Also da beginnt das ja ab Ende August und geht jetzt bis 31. Oktober. Laufen da die Mickey's Not So Scary Halloween Partys und was die da für ein Geld mitmachen, ne? Also 150 Euro haben wir für das Ticket, 150 Euro haben wir für das Ticket bezahlt für einen Abend. Mit dem Halloween-Ticket kommt man schon ab 16 Uhr ins Magic Kingdom. Das heißt, wenn ihr an dem Tag irgendwie sonst kein Ticket habt, könnt ihr schon ab 16 Uhr rein. Und ab 19 Uhr beginnt die Party und geht aber nur bis 0 Uhr, also 5 Stunden lang. Und ihr könnt da eine Parade sehen. Die läuft 2 Mal pro Abend. Es gibt ein extra Feuerwerk. Es gibt Charaktere im Halloween-Outfit. Es gibt Süßigkeiten zu sammeln. Und es gibt noch eine extra Show. Und bei uns war es die Hokus-Pokus-Villains-Show. Und genau, das war es so grob gesagt natürlich. Und halt viele Charaktere. Ja. Ach, und Dance-Partys. Die habe ich vergessen. Aber die gibt es bei Disneyland Paris auch. Also auf jeden Fall... wird sehr, sehr viel geboten im Magic Kingdom für den Preis während Mickey's Not So Scary Halloween Party. Aber es ist natürlich auch nicht günstig. Und an so Abenden wie auch im Disneyland Paris muss man sich entscheiden, wo man die Prioritäten hat. Bei den Charakteren, es gibt natürlich coole Charaktere wie Sully und Jack zusammen. Da ist aber richtig lange Wartezeiten. Und auch als wir vor der, ich weiß gar nicht, wir waren auf jeden Fall am Anfang der Party
fragen, was Minnie, Donald und Daisy für Wartezeiten haben in ihren Halloween-Kostümen. Und da war über eine Stunde. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich will jetzt nicht von den 5 Stunden, die wir nur haben, jetzt noch über eine Stunde mich für Charaktere anstellen. Da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr zu Mickey's Not So Scary Halloween Party geht, geht um Viertel vor, also bis 11:45 kann man die Charaktere treffen. Ich habe mir dann die zweite Parade angeschaut und bin dann sofort zu den Charakteren und habe nicht angestanden. Habe dann noch 4 Charaktere getroffen innerhalb von 10 Minuten. Also war richtig gut. Das nur so als Nebentipp. Also Mickey's Not So Scary Halloween Party hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten für das Geld. Disneyland Paris Partys, ja. Achso, und was ich noch vergessen habe, Mickey's Not So Scary Halloween Party, es gibt Attraktionen, die haben ein Layover. Das heißt, die haben während der Party sind sie anders als tagsüber. Die Teetassen, da läuft dann spooky Musik und es ist, glaube ich, alles orange. Im Space Mountain läuft, glaube ich, andere Musik auch und es ist komplett dunkel. Im Pirates gibt es lebende Piraten, die dann in der Attraktion mit drin sind. Und genau, Love Floor mit Mike Koslowski. Ist auch an Halloween angepasst. Da läuft man auch durch, da kann man auch Süßigkeiten sammeln. Wir waren da auch kurz, es war so witzig. Wir waren im Spotlight. Und das gibt es auch ein Halloween-Overlay. Also das ist tatsächlich auch ein Vorteil, was Disney in Paris nicht anbietet während der Halloween-Partys. Erstens gibt es meistens nur ein oder maximal 2 Halloween-Partys im Disneyland Paris. Und zwar an Halloween selbst. Und jetzt auch dieses Jahr wieder an einem Samstag vor Halloween. Also es gibt nur 2 Partys. Ja, okay. Ist jetzt die Frage, ob man das als Vor- oder Nachteil sieht. Aber was die Partys zu bieten haben. Ja, es gibt auch eine Parade, die läuft aber nur einmal. Dementsprechend ist es immer brechend voll für diese Parade. Man muss sich relativ früh anstellen, damit man noch einen einigermaßen guten Platz bekommt. Das ist halt ein bisschen ausgewogener im Magic Kingdom, weil man dann 2 Uhrzeiten hat und dann ne, ist man nicht so gezwungen, die eine Parade zu gucken, wenn man unbedingt die Parade sehen möchte. Es gibt kein Feuerwerk. Ja, es gibt manchmal noch so Special Shows. Letztes Jahr war es auch vom Schloss so eine Villain Show um 0 Uhr. Die war jetzt auch nicht so spektakulär. Und aber das variiert natürlich jedes Jahr. Also ne, ich möchte das jetzt hier nicht super negativ reden für Disneyland Paris, diese Partys. Es gibt auch Dancefloors. Das war letztes Jahr richtig cool. Mit Mickey und Minnie gab es einen Dancefloor. Mit Stitch gibt es einen Dancefloor und so weiter. Also das ist cool. Und bei uns auch die Charaktere. Also brechend voll. Egal, wann man das während des Abends hingeht, es ist immer mega voll. Die Lines schließen früh. Ich glaube nicht, dass man bis zum Ende, also bei uns läuft ja die Party bis 2 Uhr nachts. Das ist schon mal ein Vorteil, denn die Party geht länger. Die geht bis 2 Uhr nachts und fängt, glaube ich, auch um 19 Uhr an. Oder ja, ich glaube um 19 Uhr oder sogar um 18 Uhr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die Charaktere gehen noch schon früher. Und im Magic Kingdom bleiben sie ja bis zum Schluss. Um 12 hört die Party auf, macht der Park zu und spätestens 11:45 kann man sich dort anstellen für die Charaktere. Ja, ich glaube, in Disneyland Paris ist es so, ich glaube, nur bis 12 sind die Charaktere und dann halt zwischen 12 und 2 Uhr nur die Dance-Partys und vielleicht eine Show oder so. Also da muss ich sagen, was die Charaktere angeht, hat Walt Disney World den Vortritt. Die Anzahl an Paraden, es gibt 2, es gibt ein Feuerwerk und man kann Süßigkeiten sammeln. Das kann man in Disneyland Paris während der Party leider auch nicht. Das ist auch noch ein negativer Punkt. Also ich muss sagen, da geht der Punkt an Walt Disney World, was die Partys angeht, ist meine Meinung. So. Also ich würde lieber zu Mickey's Not So Scary Halloween Party ein bisschen mehr bezahlen und anstatt jetzt nochmal, also letztes Jahr war es wirklich ein Reinfall. Ich habe das Video auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal reinschauen. Letztes Jahr Halloween-Party, das war nichts. Deswegen, wir haben nur einen Charakter getroffen, Cruella, weil ich letztes Jahr auch als Cruella verkleidet war. Ansonsten kannst du das alles vergessen. Und sonst, Merchandise wäre auch noch so eine Sache, die man ansprechen könnte. Als wir da waren, es gab ja auch extra Merchandise für Mickey's Not So Scary Halloween-Party und wir waren ja jetzt schon Anfang Oktober und es läuft ja noch bis Ende Oktober, war das meiste Merchandise schon ausverkauft. Ich wollte ja den Spirit Jersey, den gab es ja nur noch in XS. Das Ornament, glaube ich, gab es nicht mehr. Es gab einige Sachen, die es am Anfang gab, die waren dann ausverkauft. Und ansonsten war das Halloween-Merch auch schon sehr gut ausgegrast. Und ich fand dieses Jahr auch die Auswahl nicht so prall. Hat aber Disneyland Paris leider auch. Also ich muss sagen, es gibt viel, viel mehr Christmas-Merch als Halloween-Merch. Auch die Ohren waren jetzt ausverkauft, als wir da waren. Ein Spirit-Jersey, ja wow, es gab jetzt diesen Villains-Jersey. Also, das haut mich jetzt auch nicht um.
als Halloween-Jersey. Und ja, also ich muss sagen, Halloween-Jersey war dieses Jahr in beiden Parks, als ich da war, mau. Ich glaube, am Anfang im Magic Kingdom, als wenn man so Ende August, Anfang September hingegangen wäre, wäre das, glaube ich, die Auswahl noch riesig gewesen und auch eine große Auswahl. Aber als wir jetzt da waren, war auch schon sau viel ausverkauft. Also es ist natürlich sehr beliebt, aber ich finde es schade, dass man es halt nicht bis zu Ende der Season das Merchandise anbieten kann. Aber das gilt für Walt Disney World, aber auch für Disneyland Paris. Ja. Aber ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfunden habt, wenn ihr in beiden Parks wart oder generell, wenn ihr nur in Disneyland Paris wart, wie ihr die Halloween-Season empfunden habt, aber auch im Magic Kingdom. Also ihr könnt mir gerne unten eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auch freuen und ich glaube, die anderen Zuschauer auch. Ja, und das war's mit diesem Vergleichsvideo zu den Halloween-Seasons im Disneyland Paris und in Walt Disney World im Magic Kingdom. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.